Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Plankton Weed Box von SpongeBoss. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Plankton Weed von SpongeBoss aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine quadratische dunkelgrüne Box. Es ist das Debüt-Release von SpongeBoss gewesen und wir haben hier drei Akteure abgebildet, und zwar einmal links Patrick, dann in der Mitte SpongeBob bzw. SpongeBoss und rechts Thaddäus. So sieht das aus, in der typischen Manier, nichts reden, nichts hören und nichts sehen. Also ihr kennt das vielleicht von den drei Affen. Und hier oben lesen wir dann noch Plankton Weed. Die drei posieren hier vor einer gemauerten Wand. Hier haben wir noch ein C, A und B, also wahrscheinlich das A auch noch vor dem C, das hier allerdings nicht mehr drauf ist. Und dann oben noch Stacheldraht. Also das sieht fast aus, als würden die hier in oder eventuell vor einem Gefängnis stehen. Und dann haben wir rundherum noch so einen Zierrahmen und dann hier entsprechend Weedblätter abgebildet. Das Design zieht sich hier so durch in diesem Kachelmuster. Überall diese Weed-Optik, passend zum Namen. Auch hier wieder Plankton Weed zu lesen. Auf der Rückseite haben wir durchgängig wieder diese Kacheloptik und einen Barcode. Und hier lesen wir noch BBM 01 Box. Gut, das Ganze ist aufzuklappen, geht dann hier seitlich auf. Dann haben wir hier einmal ein Shirt. Einmal Papes und Filtertipps, ein Feuerzeug, das Album, eine Autogrammkarte und ein Poster. Von innen die Box komplett in Schwarz gehalten. Machen wir mal wieder zu. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Das Album vom Cover her ident wie auch schon das Boxcover. Wir haben hier ein Digipack. Auf der Seite lesen wir nichts, auch hier diese Kacheloptik. Und auf der Rückseite spannenderweise auch nichts. Also keine Tracklist, keine Infos etc. Wirklich nur Soulfood und BBM und Barcode. Das Ganze dann hier aufzuklappen. So, wir haben hier drei CDs und auf der linken Seite das Booklet. Und das Booklet wird uns jetzt Aufschluss geben darüber, was hier genau drin befindet. Also, Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier einmal Standard Edition, vier Tracks abgedruckt und Fotos von Mitgliedern der BBM, der Bikini Bottom Mafia, lesen wir auch hier nochmal. Weitere vier Tracks und weitere Mitglieder. Dann haben wir hier SpongeBoss und Patrick Bang abgebildet. So eine Comic-Variante. Die letzten vier Tracks. Hier nochmals BBM-Member zu sehen. Und dann haben wir zusätzlich zu den 16 Tracks des Albums auch noch die God of Battle Edition. Und das sind dann nochmals 8 Tracks. Genau, 8 Tracks extra. Und diese sind ja dem Julians Block Battle entnommen. Also das sind 8 Tracks, die im Laufe seiner Battle-Karriere entstanden sind, die SpongeBoss hier damals in dem JBB abgeliefert hat. Was lesen wir noch? Hehe, was geht ab, ihr Schwanzlutscher? Dann noch die Infos. Also, wer das Ganze produziert hat, Digital Drama, Artwork, Design etc. und Credits zum Album. Zum Abschluss lesen wir auch nochmal SpongeBoss, Plankton Weed und Bikini Bottom Mafia Presents. Verbraucherhinweis, harte Texte. Also das eventuell als Wendecover. Ja, okay, Wendecover ist in dem Fall fragwürdig, da das ja ein Digipack ist. Aber ja, zum Abschluss ist das so bedruckt. Gut, wir haben die Standard-CD, also das ist das Album an sich, Plankton Weed mit 16 Tracks.
Dann haben wir die God of Battle Edition. Darauf sind die 8 Tracks der JBBs drauf. Und dann haben wir hier die Instrumental Edition. Und was mich hier besonders freut, wir haben bei den Instrumentals nicht nur die 16 Tracks des Albums drauf, sondern auch noch die 8 Instrumentals von den JBB-Tracks dabei. Schönes Digipack. Dann haben wir eine Autogrammkarte, diese leider bedruckt und nicht unterschrieben. Also wir lesen hier einfach Bikini Bottom Mafia Presents, Sponge Boss, Plankton Weed und wieder Verbraucherhinweis. Rückseite blank weiß, also lediglich aufgedruckt. Schade. Dann haben wir ein Feuerzeug, so ein Zippo-Feuerzeug, Sponge Boss, Plankton Weed lesen wir hier wieder. Ansonsten komplett in Silber gehaltenes Feuerzeug. Ihr kennt das, hier einfach dann entsprechend befüllen und entzünden. Dann haben wir passend zum Feuerzeug natürlich auch noch Sachen, die entzündet werden sollen oder auch nicht sollen. Und zwar haben wir Papers und Filtertipps. Und hier steht auch nochmal passenderweise Plankton Weed drauf. Also da ist wohl der Verwendungszweck schon vorweggenommen. Ich muss ehrlich sagen, ich fange mit sowas wenig an. Aber ganz ehrlich, wenn man eine Box kauft oder wenn man ein Release erwirbt, das sich schon Plankton Weed nennt, dann war es wohl abzusehen, dass auch so etwas hier darin Platz finden wird. Dann haben wir ein Poster. Und zwar lesen wir hier einmal Sponge Boss Plankton Weed. Darunter auch der Verbraucherhinweis. Und rundherum diese Zierleisten, dieser Rahmen mit den Pflanzen. Und ganz oben lesen wir hier auch nochmal Bikini Bottom Mafia Presents. Das Ganze im Hochformat. Und dann haben wir auch noch eine Rückseite und diese sieht so aus. Also auch hier wieder das Foto des Covers. Und hier kann man die einzelnen Sachen noch ein bisschen besser erkennen. Also Sponge Boss hier mit einem La Familia Tattoo auf dem Unterarm. Und Thaddeus in dem Fall mit BBM direkt unter der Brust. Und oben lesen wir auch nochmals Plankton Weed. Schönes Poster, beidseitig bedruckt und beide Male im Hochformat. Ist nur die Frage, ob ich das wieder so schön zusammenbekomme. So passt das. Und dann haben wir noch ein Shirt. Und auf diesem auch wieder die drei abgebildet. Oben lesen wir Plankton, darunter Weed und BBM. Das Ganze so in Grau gehalten, in Schwarz und Grau. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem Aufdruck Plankton Weed BBM und dann hier groß die Abbildung der drei Herrschaften Patrick, Sponge Boss und Thaddeus. So sieht das aus, das Ganze in Schwarz und Grau gehalten. Kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Das Poster beidseitig bedruckt im Hochformat. Diese Autogrammkarte. Dann einmal die Papes und die Filtertipps. Das Plankton Weed Feuerzeug Zippo. Und dann haben wir noch das Album an sich in der God of Battle Edition, also 16 Tracks vom Album, 8 Tracks God of Battle
und 24 Instrumentals dazugehörig. Das alles in dieser wunderbaren Box Plankton Weed von SpongeBoss. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr SpongeBoss unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.